Wir haben einen weiteren Interviewpartner für euch nach diesem Sweep-Sieg der Eisbären gegen die Kölner Haie. Und das ist unser Goalie, unser Matthias Niederberger. Matti, erstmals Glückwunsch, geschlossene Mannschaftsleistung. Und wir haben es in drei geschafft. Deine Fazit zu einem richtig guten Spiel heute von dem Team? Ja, wir haben tatsächlich sehr gut gespielt. Ich denke, alle drei Spiele sehr gut. Es war nicht einfach, weil Köln natürlich sehr körperlich gekommen ist. Und da die Ruhe zu behalten und die Disziplin zu behalten, muss man der Mannschaft groß anrechnen. Und deswegen hatten die Kölner am Ende keine Chance, weil wenn wir unser Spiel spielen, sind wir sehr, sehr stark. Aus deiner Sicht, Matti, wenn man über die gesamte Serie denn das betrachtet, ein Gegentor in Spiel 1, ein Gegentor in Spiel 2, heute ein Shutout. Es ist eine Wahnsinnsleistung in den Playoffs, Playoff Monster Time. Ja, es ist natürlich immer eine Mannschaftsleistung, wenn man wenig Gegentore kriegt. Da gehört einiges dazu. Ich glaube, wir haben uns nochmal stärker fokussiert, hinten wirklich alles wegzuräumen, wenig Nachschüsse abzugeben und haben bis jetzt nochmal einen neuen Gang gefunden. Also das hat man am meisten gesehen, glaube ich. Wir waren sehr häufig in dieser Serie auch in Unterzahl. Die Special Teams, vor allem in Unterzahl, haben absolut genial gearbeitet in alle drei Spielen. Ja, die machen oft den Unterschied, gerade in den Playoffs, wenn es so eng ist. Ich denke, wir haben im Penalty Kill wirklich nochmal einen Zahn zugelegt, vor allem auch im Vorcheck. Und wenn wir dann die Scheibe gekriegt haben, haben wir sie eigentlich sehr gut rausbekommen. Und da gewinnt man Zeit. Und dann minimiert man natürlich die Torchancen. Also es war wieder mal eine bombastische Stimmung heute. Ne? Ich meine, das war eine Playoff-Stimmung von den Rängen. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Ja, das tut natürlich gut, wenn die Fans da sind. Man ist ganz anders motiviert. Man muss gar nicht die ganze Energie da reinstecken, sich hochzubringen und zu motivieren, sondern das machen die Fans. Dafür sind die Fans da und es ist schön, dass wir den Fans Siege bieten können. So, zu guten Letzten, Matthias. Wir wissen noch nicht, gegen wen wir spielen werden im Halbfinale. Eine Reihe von möglichen Kandidaten gibt es. Was macht man in den nächsten paar Tagen und wie sehr schaut man auf diese ausstehenden Begegnungen in der Viertelfinale in der Penny DL? Also erstmal vielleicht ein paar Tage sich erholen und dann natürlich verfolgt man, wer jetzt weiterkommt. Uns ist eigentlich jeder Gegner recht. Und dann müssen wir uns ziemlich schnell wieder vorbereiten für das Halbfinale. Super, danke schön und nochmals Glückwunsch zu einem super Shutout, Matthias Niederberger. Danke sehr. Thanks very much, my man.